auch durch. Der ist da aber. Ey, der zieht aber eher aus wie so ein. Ich versuche mich jetzt mal hinter Josh herzuschummeln. Ich muss den Motor abstellen. Okay. Okay. Okay, warte mal, Was passiert da technisch? Jetzt kommt eine Cutscene hier. Ich werde durchleuchtet. Ich will auch eine Cutscene. Ich will das auch haben. Wie cool ist das denn? Ja, mein Navi macht gerade Spacken. Ja, ich kann nicht weiter. Julian ist da. Ich muss den Motor wieder starten. Zentimeter. Warte, ich fahr mal ganz sanft an dich ran. Ich roll mal. Ich roll mal so. Jetzt ich komm mich nicht mit durch die Schranke schummeln. T-Scan, MB, what the fuck. Ja, und jetzt stehen bleiben oder was? Den Motor. Ja, du musst den Motor abstellen. Und dann siehst du die Cutscene. Mann. Boah, Alter, also, ist das. Leid, James, das ist der Shit. Warte, ich reise nochmal aus und reise wieder ein. Ja, wow, aber das fährt ja gar nicht auf den Schienen. Ich habe jetzt erwartet, dass er auf den Schienen fährt. Nee, ist es bei dir auch nicht aufgefallen? Einmal irgendwie da hinten. Ist auch nicht gefallen. Weißt du, was cool ist? Hier ist ein Ausgang. Weißt du, wahrscheinlich werden wir jetzt gescannt, weil wir irgendwie auf Verdacht durch. Ja, ich wollte gerade sagen, aber da drin kannst du auch einfach Leute verschwinden lassen. Oh, also wenn du dich mal irgendwie kritisch geäußert hast, kannst du da drin echt Leute verschwinden lassen. Ich glaube, das geht nicht, weil James keine Fracht hat. Ah. Das könnte sein. James hat ja keine Papiere für eine Fracht gerade. Ja, aber der muss ja trotzdem angeben, warum er da jetzt eine Reise aus Spaß. Ja, irgendwie. Aber dann wird er wahrscheinlich sagen, ich hol was ab oder so. Ja, aber ist das nicht noch. Ich denke mal schon, dass sie unterscheiden, ob du nicht noch. Wie heißt das Wort? Verdächtiger? Ja, wobei, nee, eigentlich ist es, glaube ich, mit. Wenn du einen Auftrag hast, aber. Ach, verdammt, im P-Drop hätte ich Dreh gestellt. Ach so, ich muss ja Fracht machen. Ja gut, jetzt ist es so. Hier rechts kommt gleich noch eine Tankstelle, da fahre ich jetzt schon mal hin. Ja, stimmt, ich tank auch mal. Ich brauche auch, ich habe auch nur noch einen. Mal sehen, ob ich in Edirne noch irgendeinen kurzen Auftrag kriege. Julian? Achso, das ja. Ist ja da. Ah, okay, ist ja, ich hab schon gedacht. Zur Tanke. Gedacht, das ist hier. Da gibt es doch wieder diese Aufnahme auch wieder Exklusiv-Content hier am Start. Das tut mir trotzdem leid für James, dass der da. Ja, irgendwie schon, das ist. Das ist irgendwie doof. Das ist auch gemein. Vor allem, weil wir ihm auch noch abgeschnitten. Wobei er. Ja, das ist halt echt wieder ein Bereich, bis wo du einfach noch nie warst. Ja. Ich meine, natürlich werden wir da in Zukunft nochmal durch müssen, um das Wetter halt zu tun. Ja, genau, gerade jetzt wäre schon cool. Ich glaube, ich hätte mich einfach auch geärgert, wenn das. Ja. Ich habe mir schon gedacht, hey, da, ich hörte nur, wie so ein Tor da aufging. Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Tor? Tor 3. Tor 3. Der grüne Umschlag. Warum ist hier echt eine Ampel? Ach, wir hier ist quer ver. Ja, das ist aber jetzt nicht sinnvoll angelegt, dass sich das Tier quasi so komisch kreuzt. Ey, warum kreuzt sich das denn überhaupt? Hä? Verstehe. Weiß ich nicht, was kostet der Sprit hier? Nicht viel. Ach, stimmt, wir hätten da vor der Grenze oder nach der Grenze vergleichen können. 1,02 €. Ja, im anderen hat es 1,04 €. Ich muss aber sagen, der ist hier zurzeit noch günstiger, aber just saying. Ja gut, ich glaube, die haben jetzt gerade nicht die Corona. War die sind nicht an den Aktienmarkt angeschlossen? Ich glaube, hier macht derjenige, der Rohöl verkauft, muss hier nicht drauf zahlen, nein. Hier ist ein Liter Öl und hier ist ihr Geld. Geil, kann ich das auch gleich, kriege ich auch Sanifair-Bons einfach mit. Du bekommst kein richtiges Sie Geld, du bekommst oder Sanifair-Bons. Plus 20%, wenn Sie da den Sanifair-Bons nehmen. Sie bekommen 12 Sanifair-Bons. Nehmen Sie es oder lassen Sie es. So, wo müssen wir denn hin? Ja, warte. Edirne, ich guck auch mal, ich stell mal die Firma gleich mal mit ein, weil ich hatte auch nur die Werkstatt. Nach Edirne? Genau. Seht ihr da, wo die Garage ist? Weiß ja, ich, Balkan-Loco. Links davon ist ja, die Balkan-Loco am Stissel. Ja, aber das ist wie Balkan-Loco, muss ich sagen. Hier steht ein Mülleimer. Klar, das freut und sich. Und Josh muss nach Istanbul, ne? Ja, ich kann auch mal gleich den. Wobei, im Prinzip ist das egal. Vielleicht hast du auch einen Auftrag und dann. Istanbul Balltrank Logistik. Jetzt chill mal. Wer leuchtet mich denn da an? Hä, wer hupt denn da? Also. Ich hupe den Julian. Ah, und das Licht war die Straßenbeleuchtung. Ah.
Alles ist gut. Macht euch ja. Da. Ja, nee, nee, nee. Nee, ist alles. Nee, ist okay. Nee, ja, ist passt okay. Schon. Nee, passt. Nee, ist auch alles. Nee, es ist auch okay. Nee, es passt auch alles, nee, es ist wirklich okay. Ja, es passt ja auch. Aber es ist okay, es haben wir gefragt. Ja. Richtig schon anbitschen jetzt. Schön. Ja. Ist alles okay. Nee, es ist wirklich. Ja, nee, es ist auch wirklich in Ordnung. Nee, man macht dir da gar keine Gedanken. Es ist wirklich. Wobei, es ist, Das, da bin ich ja tatsächlich so ein Mensch, wo ich mir denke, mittlerweile sprichst doch bitte halt einfach aus, weil dann kann man doch darüber reden. Ne? Also ich finde das dann halt irgendwie. Nee, Julian. Es gibt ja diese Sorte Mensch, die halt dann wirklich sagt, nö, ist alles im Kopf. Nee, Julian, mach du mal. Es ist wirklich oh, ja, okay, man macht. Ja, das, genau das hat mich geprägt. Ja, das ist genau die. Ja, das ist genau das, wo ich so schwierig, mir denke, schwieriges sprich Pflaster, doch ja. Deine Gedanken einfach aus und erwarte nicht irgendwie, dass ich dich lese. Wie so. Ein geschlossenes Buch. Weißt du, wenn es wenigstens ein offenes Buch wäre, aber es ist dann so. Wahrscheinlich eher ein geschlossenes ist, Buch. Ist alles. Weißt du, so. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, ist okay. Nö, ist schon okay. Wobei dann fast. Nee. Wobei da dann fast eher darauf hin, dass man doch wirklich nicht darüber ja, also, eine ja, Abhandlung nee. Halten möchte. Ja, aber das, ja. Das ja, gibt's halt aber auch. Gibt's immer das noch ist die wirklich Sorte nicht. Ja, das ist ja dann nicht schlimm. Also dann so, ja, nee, möchte ich jetzt gerade nicht drüber reden. Dann ist das auch okay. Aber dann gibt's die Sorte, die ja, dann, Julian, sagt, dann ist es auch okay. Nee, also dann ist das, ja. Dann ist es ja dein Thema. Du kannst ja entscheiden, ob du drüber reden möchtest oder nicht. Wo es dann affig wird, ist, wenn dann die Person sagt, ja, du hast ja nicht nochmal gefragt oder oh. Du wolltest es ja nicht hören. So, ich habe dich doch gefragt, ob du drüber reden möchtest. Ja, aber ich hätte halt schon ein bisschen mehr Fragerei mir gewünscht. Ja, ja, aber da habe ich neulich auch mal irgendwas drüber gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwo so ein Post. Ja, weißt du, oh, mir geht's gerade voll scheiße, weil mein Freund hat nach dem 36. Mal aufgehört zu fragen, was los ist. Jetzt weißt du, beim 37. Mal hätte ich es ihm erzählt. Ja! Ja, das ist genau ist das, ich verstehe, was du meinst. Ende des Nachfragens plus eins. Das ist genau, immer so. Ja. Immer das Nächste, ja. Immer jedes nächste. Mal hätte ich. Aber man ich hat mehr die Chance nicht gegeben. Ich hab 10 Mal nachgefragt, ja, du hättest 11 Mal nachfragen. Genau, beim nächsten Mal hätte ich, aber wir wissen hier Edirne, ne? Ja. Du fragst beim nächsten Mal 11 Mal nach und dann kommt ja... Jetzt ja, beim 12. Mal nachfragen. Oder bist du sogar vorausschauen und fragst 2 Mal mehr nach, aber das ist dann immer ein zu wenig. Ist immer noch zu wenig. Es ist immer Nachfragen plus ja, eins. Immer. Und das ist dann halt einfach so ein Thema, weiß ich nicht, wenn du es nicht aussprichst oder auf Nachfragen nicht reagierst, dann ist es dein Problem und dann kannst du es nicht zu meinem machen. Ich nehme mich gerne jeglicher Probleme an und weißt du, wenn jemand mit mir reden möchte, bin ich immer für die Person da. Aber dann sollst du es auch tun. Weil, da ist das Wort zum Sonntag. Ja. Weil das wahrscheinlich, sprecht wenn ich mal auf die, Menschen, nur sprechen eher auf die Uhr gucke, ist das eher das Wort zum Freitag, hätte ich jetzt gesagt. Ja, morgen nochmal schön ein bisschen rumprogrammieren und dann Wochenende 3 Tage. Ich habe jetzt eher gedacht, ich habe jetzt auf die Folgenuhrzeit geguckt, aber. Also so. Ich habe kein Wochenende, ich muss da trotzdem meine, ich mache da trotzdem ja. Nicht frei. Ja, ist nicht cool. Über welches Thema schreibst du nochmal? Das ist. Ja, darf man das sagen oder ist das was im Unternehmen? Ja, ey, das ist natürlich was Unternehmen, aber man kann das ja, der öffentlich wirksame Name ist ja sehr ist es ein Konzept zur Variantierung von Regelmodellen. Das heißt, ich versuche einfach Redundanz rauszunehmen aus Sachen. Heute musste dafür, keine Ahnung, 50 Diagramme malen, die sich nur im Detail unterscheiden. In Zukunft will ich nur noch ein Diagramm malen, wo ich dann diese 50 kleinen Änderungen so nur so ein bisschen so ein also bisschen auch praktisches. Schon in die Richtung Grundfunktionalität von KI. Ja, weniger KI ist es doch sehr, es ist nicht sehr KI. Ja, aber du kannst es halt für KI nutzen, ein ähnliches Muster, dass du sagst, genau, Lernen zu verbessern, um die Laufzeit zu verbessern. Also, Laufzeit verbessern ist ein sehr böses Ding. Es ist eher so theoretische Informatik, Spracherweiterung. Also ja. Das ist eine grafisch notierte Sprache, die genau halt bestimmte Sachen halt tut und die erweitere ich halt um weitere sprachliche Mittel, mit denen das dann einfacher geht. Also wenn mit KI und Performance machen wir nicht, das ist alles sehr performant. Ja, gut. Und da ich jetzt so verschlüsselt sage, darf ich das auch alles sagen, weil kein Mensch weiß, was es geht. Nee, aber weißt du, das ist ja trotzdem so, weiß ich nicht, bei KI machst du es ja auch so prinzipiell, dass du sagst, okay,
ich lerne den jetzt so an und dann lerne ich in Zukunft, weiß ich ja, die Wege kann ich ausschließen, dann lerne ich nur noch die, die funktioniert haben. Und dann nehme ich mir wieder und passt das halt so an. Ja, wäre jetzt so einfach, das generell mal alles im Computer machen zu lassen. Da darf schön einer dran stehen, der darf das... Ist das ein Kreisverkehr mit... Das ist ein Kreisverkehr mit... Mit Anschluss zur Vorfahrt mit von, Skulptur drin. Nee, mit Vorfahrt von ist aber auch außen. Das ist ja mega lustig. Das ist wie der Oststadtkreise. Lustig. Was ist denn das hier auch für eine breite Straße? Krasser Subse. Shit. Krasser Shit. So. Ich biege jetzt hier bei der Garage gerade in diese Seitenstraße ein. Ja, ich fahre da ja auch lang. Das ist sehr cool. Dann ist direkt hier die Firma, da kann man direkt die Garage kaufen, wenn ja, die neuen Straßen sind schon der Shit. Da haben sie sich auch bei den Verläufen echt nochmal was Schickes überlegt. Genau, dann, und dann gibt's halt einfach die Deutschland. So, ja. Fahr. Ich guck dann schon mal nach Aufträgen. So, ich hab den netten Herrn hier mal fahren lassen. Oh Gott, ey. Ach, das war jetzt nicht clever. Alter, ist das cool hier? Ach, und hier links ist die Garage. Ja gut, aber die kann ich auch jetzt dann remote kaufen. Online-Shopping. Remote kaufen. Soll ich da von Edirne nach Edirne fahren? Geil. Nee, warte mal, guck mal, Istanbul. Da kommen wir aber sonst nirgendwo. Oder können wir da noch irgendwie... Nee, ich glaube, du hast hier 3-4 Städte in der Türkei. Jetzt nicht so massig viel. 3. Ja, nee, ja. Over könnte, aber wenn du Tegidirak hättest, das wäre jetzt... Also tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich in der Tat halt verschätzt. Also ich habe es wirklich gedacht, wir wären jetzt noch nicht mehr im Leben so weit. Heißt, ich muss tatsächlich einen Fehler eingestehen und sagen, ja, James hätte wahrscheinlich recht gehabt, das wäre echt ein Witz gewesen, wäre das noch mitzunehmen. Aber ja, habe ich doch gesagt. Ich hatte das Ja, ich hatte das echt falsch eingeschätzt tatsächlich, ja. Wir sind jetzt tatsächlich also fast 70, da. 70 ETS-Kilometer sind 7 reale Kilometer. Ja, ich habe mir gedacht, ich bin privat gefahren und ich ungefähr 300 Jahre, wir können jetzt doch noch über den Süden fahren, den werden wir nie mitnehmen, dass wir direkt mal freischalten hier. Bin ich voll dafür, wir machen das heute noch. So, easy. Es sei denn, irgendjemand ist dagegen und dann, weil da kommst du nie lang, das ist nirgendwo angebunden, den Schlenker fährst du nur, wenn du diese Stadt fährst. Also wirklich nur, das, ja, können wir auch mal machen. Oh, das hat... Ist das süß, hier, guck mal, ist doch nicht genug, wie ich hier rasche. Ich meine, also rechts von wie heißt das eigentlich? Tegidirak. Ich habe diesmal nicht mal Abzüge. Ich bin happy. Rechts davon ist so ein Kleeblatt. Das ist voll knuffig. Das ist einfach so da. Wo musst du in Istanbul hin? Ganz nach rechts unten. Ganz, ganz rechts unten und zwar Balkan. Labs. Ey, ist auch voll die coole Ecke. Moin, ich da fährst du auch dreimal durch die. Fährst auch dreimal durch die. Durch die. Ding. Aber cool, dann machen wir das. Oh. Dann fahren wir noch über den Süden. Der Sonne entgegen. Ja, ich kaufe mir mal gerade die Garage und packe hier einen Aufkleber dran. Ein Aufkleber? Holst du den neuen Aufkleber? Das hier in der Collision Zone? Ja, ich habe gerade auch. Ich habe sogar aus dem Ding geguckt. So. Ja, dann haben wir tatsächlich voll verschätzt. Ja, aber gut, das ist, wenn man das halt mit unseren sonstigen Fahrten vergleicht, ist das jetzt halt echt, sagen wir mal, streckenmäßig ein Witz gewesen, was wir heute zurückgelegt haben. Weil normalerweise läuft man von Bergen nach Sizilien oder so. So irgendwie einmal komplett aber über die... Ja, zu unserer Verteidigung, wir haben halt auch diesmal, waren wir ja davon ausgegangen, dass wir langsamer sind halt wegen aber der genau, ich dachte, dass der Faktor stärker ist. Also so auf der Karte, aber wir haben, ich glaube, dieses... Also 100 wir sind nicht einmal, glaube ich, über 100 gefahren heute. Ja, es ist, ich fand es aber schön. Ich fand es ehrlich gesagt sehr angenehm. Mir hat das gefallen. Ich fand es schön. Das ist entspannender als sonst. Ja, er ist schon schön. Gut, ob das jetzt natürlich, ob der Gesprächsstoff leidet oder ob das immer zuträglich ist, das ist dann die andere... Frage. Weiß nicht, aber man könnte ja, also ich studiere ja meistens deine OMSI-Videos zwischendurch mal und... Im Gegensatz zu mir, ich studiere... Und du findest ja immer irgendwelche Themen und dann triggere ich halt mal wieder irgendein Thema. Ja, das ist immer... Das ist nicht das Problem. Ja, da kriegen wir schon hin. Themen sind super.
Also, was Themen angeht, waren wir in der ersten Aufnahme ja, glaube ich, voll da. Ja, da haben wir... Es kam auch relativ gut an, hatte ich das Gefühl. Ich finde das aber generell... Wenn ich eine sehr kontroverse Meinung hatte. Genau, das muss ich auch sagen, da habe ich auch, wenn ich immer andere Kanäle schaue und da gibt es dann Leute, die, sagen wir mal, auch eine Meinung vertreten, die ich nicht vertrete, finde ich es aber mega interessant zum Zuhören, dass du einfach nicht nur so einen Konsens hast und da drei Leute so, ja, sehe ich auch so. Ja, okay, dann können wir ja jetzt mal weiterfahren. Ich, ne? Ich habe halt selten diese Mainstream-Meinung. Aber das macht's auch halt einfach interessant und ich muss sagen, manchmal fehlt mir das einfach mal so, ich sag mal, ohne Anlass, also ohne, dass man quasi irgendwie, weiß ich nicht, privat irgendwie so eine Streitdiskussion hat, sondern einfach nur, einfach mal aus Prinzip, mal aus Spaß, mal was ausdiskutieren. Ich meine, es sind ja auch einfach mal andere Meinungen, ne? Genau. Das ist halt auch einfach mal, das ist ja jetzt nicht irgendwie. Ich sag ja konsequent, bis heute Schwede müsste man sein. Wir waren letztes Jahr in Schweden, das war schön. Nee, ich meine jetzt so in der aktuellen Zeit. Ach so. Die haben, der Milch heißt Standard-Mjölk, das finde ich sehr, sehr schön. Standard-Mjölk hat man. Mjölk. Und die haben einfach so runden Käse, zylinderförmigen Käse, die verkaufen wirklich Käse, mit dem wie so geometrische Zylinder sind, das ist voll lustig, da kannst du so runde Scheiben runterschneiden. Ja, harzer Roller ist auch zylindrisch, Josh. Das stimmt, aber so groß, wie so ein... Kennt ihr diese großen Knäckebrote? Diese großen, die man so auf so ein Seil aufspannen kann? Ja, kenne ich. Diese großen, runden. Nicht diese kleinen, sondern die ungefähr so groß sind wie, keine Ahnung, ein Bauch. So ist das Erste, was mir jetzt einfällt. Bisschen größer als das G27. Und da gibt's wirklich Käse, der ist halt auch genau so groß und das ist mega cool. Okay. Ja, aber ich meine halt einfach in der jetzigen Zeit, weil die haben, soweit ich weiß, so überhaupt keine Kontaktbeschränkungen und keine Maskenpflicht und den ganzen Quatsch. Die haben aber auch eine höhere Sterblichkeitsrate. Ja, und die kommt dann bei uns entweder in der zweiten Welle oder weil die Leute depressiv geworden sind zu Hause und sich dann irgendwo aufhängen. Ja gut, ich sag mal, meine häusliche Situation ist jetzt prinzipiell eher nicht so das Gelbe vom Ei, aber... Bedürfnis habe ich jetzt zumindest mal noch nicht verspürt. Obwohl ich Nein, glaube... Es gibt aber Leute, die sind dafür vielleicht anfällig. Ich glaube, ich habe die Woche das Haus verlassen, weil ich war am Montag einkaufen und ich war heute Morgen beim Briefkasten. Das war meine Highlight. Also ich war jetzt Dienstag und heute bei der Arbeit. Es gibt aber Leute, die A, dafür anfällig schon, sind, ja. B, gibt es Leute, die sowieso schon depressiv und labil sind, denen das vielleicht alles gar nicht so gut tut. Die Frage ist, was hätten die Leute dann getan? Also sind das Leute, die sowieso einen Job haben und dann quasi einfach diesen Alltag vermissen? Oder sind das Leute, die sowieso quasi nur aus Freizeitgründen... Ich würde sagen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil ich darf in den Park gehen, ich darf mein Eis essen. Ja, alleine oder mit einer weiteren Person. Nein, ja, mit Person aus einem weiteren Haushalt, das ist das Relevante. Ich darf bis zu fünft und jetzt ab dieser Woche, glaube ich, darf ich in Bavü, darf man sich wieder mit 10 Leuten bunt gemischt treffen. In Thüringen haben sie doch fast alle Beschränkungen jetzt aufgehoben. Schleswig-Holstein auch. Jetzt kacken sich in Nordrhein-Westfalen alle in die Hose, dass es für Nordrhein-Westfalen auch bald gelten könnte. Ja, die waren doch eh immer sehr schnell dabei mit... Ja, Nordrhein-Westfalen war immer so... Ja, lass mal Küchenstudios aufmachen. Ganz, ja, ganz wichtig. Machen, ganz kleine Schritte, auch Laschet einen Tag später. Ja moin, alle Schulen. Aber ich verstehe nicht, warum alle immer so auf den Mann rumhacken. Weil er an einem Tag das eine erzählt und am nächsten Tag das nächste. Gut, ist ja schön und gut, aber guck dir mal bei Twitter an, was die Leute da teilweise über den Mann ablassen. Aber anfangen als eine der ersten Sachen, jo, lass mal so Sachen wie Baumärkte und Küchenstudios aufmachen. Das ist auf jeden Fall jetzt das Allerwichtigste, was die Leute brauchen. Das ist halt kritisiert worden, weil bevor du Kinder irgendwo in Betreuung stecken kannst, lass die Eltern erstmal wieder arbeiten gehen. Auf Twitter laufen diese ganzen latenten Angsthasen rum, die jetzt Angst haben, ohne die Masken. Und ohne irgendwelche Beschränkungen, dass sie jetzt alle ganz doll schrecklich krank werden. Gut, und dann hast du die anderen mit dem Aluhut, du kriegst immer Scheiße von beiden Seiten ab. Ja, hey, ich bin aber derjenige, der sagt, wer jetzt auch ohne eine Maskenpflicht, wenn das dann im Juni aufgehoben wird, vielleicht, eventuell, weiß man ja nicht, aber wenn das aufgehoben wird,
bin ich derjenige, der sagt, gut, wer dann krank wird, der ist auch unter Umständen selber schuld, wenn er keinen Abstand hält. Wenn andere Leute keinen Abstand halten, dann gehe ich halt ein Stück vor. Also das Problem ist, dass Abstand auch immer reflexiv ist, dass wenn der andere keinen Abstand hält, dass du dann passiv reingezogen wirst in Zündung, wo du keinen Abstand gehalten. Ich sag mal, ich bin definitiv auch eher von der vorsichtigeren Sorte. Ich trage jetzt natürlich nicht immer dauerhaft eine Maske. Allerdings habe ich nicht. Ich nur in Geschäften, wo ich muss. Ist halt das Thema, weißt du, wir haben in Dortmund 16 Fälle. Es könnte schlimmer sein. Ja, ist also, korrekt. Wir haben 16 Fälle und insgesamt über die gesamte Welle hatten wir irgendwie jetzt, glaube ich, 731 und 4 Todesfälle. So, wir sind in Dortmund hier verdammt gut aufgestellt, aber trotzdem ist halt, weiß ich nicht, bei manchen, ich finde halt auch dieses komplette Gegenteil, dieses, weißt du was, ich setze mich jetzt wieder in jeden Bus und leck die Stangen da ab, ist halt auch falsch. Und das war so das Anfang, das hat jetzt nachgelassen, aber jetzt kommen halt die ganzen, weiß ich nicht, sehr kompetenten Menschen irgendwie, ich weiß nicht. Er hat gleich wieder an diese riesengroße Bill Gates Glocke zu hängen, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist das andere Ende von. Also entweder Bill Gates oder oh mein Gott, die Maskenpflicht ist weg, wir werden alle krank und sterben. Ja, aber also das sind beides Extreme, Zeit, also, die du da gerade ansprichst. Das genau, ist so die Extreme das Twitter-Life, habe ich das Gefühl. Ja, weil also, Twitter immer nur in Extremen denkt. Das Ding, was ich eigentlich ausschließlich mitbekommen ist, ich poste auf meinem Microsoft-PC, poste ich das Bill Gates die ganze Welt unter Kontrolle hat, genau. Deswegen darf ich das auch über meinen Windows 10 PC posten. Jetzt ist es irgendwie gefühlt das, was ich mitkriege, so von Bill Gates hat sowieso zumindest elektronisch die ganze Welt fast. Ja, das Hand. Stimmt. Von daher. Ja, außerdem, aber dann überleg dir mal, dass du das dann auch schreiben darfst. Hm. Außerdem, man kann ja von Microsoft und dem Betriebssystem halten, was man von Microsoft und seinem Betriebssystem halten möchte. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe auf Netflix auch die Doku über Bill Gates gesehen, dass es ein recht bodenständiger und sehr hilfsbereiter Mensch ist. Genau, das ist, was ich auch mitbekomme, dass er sehr viel in auch verschiedenste Projekte investiert. Dass er versucht, mit seinem Geld oder sein Geld nicht nur für sich zu behalten, sondern damit auch noch ein bisschen was Gutes zu tun. Er investiert regelmäßig darin, um Leuten zu helfen, Forschungseinrichtungen zu unterstützen, um der Wissenschaft zu helfen. Genau, Forschung, Medien, Wissenschaft, genau. Ja, aber genau das nehmen diese Deppen ja alle als Basis, um zu sagen, ja, deswegen entwickelt der Impfstoffe mit so kleinen Mikrochips. Und bei all dem, habe ich halt auch noch das Gefühl, dass er recht bodenständig ist. Das ist Superkopf, da kann ich den Blick, den man halt hat, als jemand, der ihn jetzt nicht ganz so persönlich kennt, der Antrag entsteht. Ich glaube auch, dass er das ist, auf jeden Fall. Also, aber, weißt du, das Thema ist halt ziemlich das krasse Gegenteil von Steve Jobs. Steve Jobs war ein richtiges Arschloch. Ja, ich sag ja. Also ein absolutes, also obwohl Bill Gates auch damals in der Anfangszeit von Microsoft ein paar Bitch-Moves gemacht hat. Aber. Ja, natürlich, aber das musst du, um so ein Unternehmen so groß zu kriegen, wie der das nun mal geschafft hat. Also ich sag mal, überleg mal die Nummer, wo es dann hieß, wir entwickeln ein Office-Programm für den Mac. Oh, warte mal, wir entwickeln gerade ein Office-Programm für den Mac, wir nehmen das erstmal für uns. So, und so wurde Office aus diesem Projekt, was es ursprünglich mal war, wurde es natürlich erst für Windows genutzt. Natürlich auch ein richtig asozialer Move. Erstmal hat Bill Gates überhaupt mal diese Fensteridee von Apple geklaut. Ja, also Windows ist halt einfach, weiß ich nicht, also das Windows 1 kam ja ein Jahr nach dem Macintosh-Betriebssystem rum. Also das haben sie sich halt wirklich so ein bisschen ausgeliehen. Apple waren jetzt natürlich auch nicht die ersten mit einer grafischen Benutzeroberfläche, aber die Apple sind halt diejenigen, die, und das muss man Apple lassen, ob man die jetzt mag oder nicht, die sind die Firma, die dann meistens die Dinger so salonfähig machen, dass das auch andere adaptieren. Und das konnte Steve Jobs. Das konnte Steve Jobs sehr gut. Trotzdem war der Kerl ein Arsch. Also ich sag mal, wo sie mit dem ersten iPod zu ihm ins Büro gekommen sind, habe ich irgendwo mal gehört, so eine Geschichte. Da hat er dann gesagt, ich möchte, dass er kleiner ist. Und wie gesagt, das ist technisch gerade nicht möglich. Hat er das Ding genommen, ins Aquarium geworfen, hat gesagt, guck mal, da sind Luftblasen. Wo Luft ist, ist noch Platz. Also, das war ein Arschloch. Aber ich glaube, wie gesagt, der Bill Gates, der kümmert sich halt sehr arg darum, um die Forschung voranzutreiben. Und ihm deshalb zu sagen, ja, hier, der will uns alle manipulieren, was weiß ich, ja, was nutzt du für einen Rechner? Sag mir das mal. Vor allem glaube ich auch nicht, dass Bill Gates da in der Hinsicht irgendwelche... Was hätte er denn für einen Zweck? Was würde ihm das denn bringen?
Was wäre denn der Nutzen daraus, die ganze Menschheit zu kontrollieren in dem Sinne? Ja, keiner. Nur Macht. Nee, eben. Also, was genau, aber, mir da nicht ein. Genau, halt, aber was willst halt du haben? Du hast Geld, du kannst, du hast, also der Mann, der kann im Endeffekt, kann er jetzt tun, also er ist finanziell so frei, der kann sein Leben jetzt genauso leben, wie er es gerne irgendwie möchte. Was will man mehr tun? Ja, also, wenn er im Weltraum leben möchte, dann kann er das machen. Ja, eben. Genau, das ist es. Der kann sich da jeden Tag da fünf Raketen hochfliegen lassen. Bei nur ungefähr 20 Sekunden ohne Raumanzug, aber er könnte es machen. Oder lässt sich dann fettes Ding hinbauen. Das ist alles kein Problem. Wobei, wann war eigentlich der Zeitpunkt, als hier der Jeff Bezos hier den überholt hat? Also ich, mein Wissen war noch, dass Bill Gates hier der Top Dude of the World ist. Ja, und Bill Gates gibt kam dann der regelmäßig eine ganze Menge von seinem Vermögen halt ab. Und Jeff Bezos ist halt einfach, ich weiß nicht, der hat natürlich auch mit Amazon gewirtschaftet wie sonst was, ne? Also ja. Der hat natürlich auch irgendwo erkannt, was er tun muss und hat vernünftig, aber je größer das Ding wurde, desto, ne? Genau, desto schlechter kannst du die Leute in den Logistikdingern bezahlen. Genau, das hat er schon, wie wir am Anfang der Aufnahme auch festgestellt haben, das hat er schon richtig. Aber schlechte richtig Menschen tun. Verdienen gut. Ja, das ist halt. Das ist halt einfach irgendwo. Außer Bill Gates, da haben wir ja festgestellt, dass er eigentlich gar nicht so ein schlechter Kerl sein kann. Ja, ja es gibt da. Ja, es gibt immer so ein paar. Ich will jetzt auch nicht sagen, alle reiche Menschen oder alle Unternehmer. Allerdings ist Bill Gates bei Microsoft auch schon eine halbe Ewigkeit raus. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, ich finde das halt auch einfach, weiß nicht, man muss auch. Ich finde das halt so ein Schwachsinn, dass man sagt, mit dem Impfzeug und. Ja, und auch einfach nachplappert, weißt du, ungefiltert nachplappern. Ich recherchiere sowas, bevor ich sowas behaupte. Ich persönlich bin auch seit, war ich bei der letzten Impfung vor 25 Jahren. Ja, ich bin auch gegen nichts mehr geimpft, aber wenn hier gegen Corona ein Impfstoff rauskommt, bin ich der Erste, der sich pieksen lässt, einfach damit ich wieder normal leben kann. Eben, aber dazu muss man auch sagen, dass du bei vielen Sachen einfach dein Leben, also viele Sachen sind dann einfach Lifetime. Also weiß ich, weil ich glaube, wir waren letztes Jahr nochmal, das ist, wenn du nochmal so Anfang, Mitte 20 bist, hast du da nochmal ein bisschen was. Ja, oder das. Aber, das hätte ich sehr viel Lifetime. Rechne mal bitte 25 Jahre zurück, das war Mitte der 90er. Ich glaube nicht, dass die Impfungen da schon Lifetime waren. Nee, ja, aber ich fand zum Beispiel auch, habe ich ein interessantes Bild. Aber fast alle Kinderkrankheiten hatte ich zum Beispiel schon, dann brauche ich mich nicht gegen impfen lassen. Genau, und das Wichtigste ist ja, dass gerade bei so einer Sache wie Corona eben, dass du da dann halt, wo halt eben nicht du dich drauf verlassen kannst, da hat 90% der Leute eben, Immunität, blablabla, Gedöns, Käsekuchen, wie bei den anderen Sachen, wo alle entweder geimpft sind oder, genau, weil das hat entweder jeder schon gehabt oder es haben einfach schon alle, haben sich alle schon impfen lassen, zack, für dich. Richtig. Und ich habe jetzt irgendwie letztens ein sehr interessantes Bild gesehen, wo auch gerade welche Verschwörungstheorien sind. Und ich bin auch tatsächlich heute noch der Meinung, dass das Thema Corona in den Medien ein bisschen zu sehr aufgebauscht wurde. Es wird aber so gut wie, also das kannst du eigentlich bei jedem Thema, was irgendwie mehr oder weniger akut aufkommt, kannst du sehen, dass das ist es immer too much. Also jedes Mal, wenn irgendwas groß ist, habe ich jedes Mal das Gefühl, es ist too much. Fernsehen und Printmedien auf jeden Fall. Die einzigen, die da einigermaßen objektiv mit umgegangen sind, waren so die ganzen YouTube-Creator, also MrBeast2Go zum Beispiel. Ja, wobei es da auch. Aber der hat ja auch, genau, der hat auch schon gemeint, ich habe die dann behauptet haben, dass da wurden Teile des von AIDS drin gefunden oder Corona darum, ist gefährlicher, als ihr denkt. Ich weiß, geheime sollte Infos man und sowas. Sollte man sich auch seriöse Quellen im Internet suchen. Ja, also MrBeast2Go halte ich da für seriös. Ich halte MyLab von Corks und Co. für seriös. Auch auf jeden Fall. Aber das ist auch genau das gleiche Thema wie mit 5G. Also zum Beispiel, ich habe in England brennen die Masten. Ja.